Right, stop the leader, stop Zero Day. But where are you here now? Oh. Ich weiß nicht. Now, if no one objects, I'm getting the fuck out of here. Brilliant. So you'll have to get them the old-fashioned way. Yeah, torture. Halli und hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Und jetzt schaut mal, ich bin im Technikmenü. Ich kann den Spiderbot verbessern, beispielsweise. Ich kann mir aber auch hier verschiedene Sachen kaufen. AR-Tarnung, die den Träger unsichtbar macht und ihn so dem Sichtkontakt entzieht. Elektrofaust, Leichentuch, Panzergeflecht. Also man kann hier wirklich so viel Sachen, ist halt alles das, was man findet, kann man so viel freischalten und dann auch verbessern. Elektroschockfalle, Kampf-Spiderbot. Ist das sehr gut, oder? Hat ein automatisches Geschütz, aber ich denke, das bringt uns nicht so viel. Eine Raketendrohne, weiß nicht. Die scheint dann wirklich nur dafür zu sein, dass wir irgendwas abschießen. Deadzeck-Pistole, Deadzeck-MP, Stirnheck. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass wir die Optik von Gegnern angreifen können. Jagddrohnen habe ich schon verbessert. Wir können die jetzt kapern. Dann Geschütze könnten wir deaktivieren lassen. Die Drohnen, die sind auch relativ nervig. Die werde ich jetzt auch mal aktivieren, dass wir die deaktivieren können. Anlocken-Hack. Das ist halt das, was ich bis jetzt vermisst habe. Ich wusste echt nicht, dass es hier das alles so gibt, ne? Drohnen-Hack. Okay, Lieferdrohnen, Kampfdrohnen-Hacks, genau. Das sind dann die nächsten. Und ich glaube, die will ich auch gerne kapern. Da seht ihr es, hier oben sind unsere Punkte, die wir dafür verbrauchen. Ja, kann man halt wirklich verschiedene Sachen machen. Das werde ich mal noch machen. So. Bin eigentlich nur darauf gekommen, weil ich hier mein Team wieder wechseln wollte. Wir nehmen mal den Wechsel vor und dann geht es direkt weiter mit dem Team-Briefing. Und da sind wir schon angekommen in unserem Versteck, wo garantiert schon alle auf uns warten. Interagieren bitte. I'm here. Are you ready to begin? Here's the gist. Malice Intelligence checks out. A rogue faction of SRS officers framed DedSec for the bombings to consolidate power over the government. But now they've noticed that some people are standing up to the new order and they're blaming you. I believe these are the people you call Zero Day. I don't know their names, but it's safe to assume they have a ringleader. And in my experience overseas, removing the leader... Right. Stop the leader, stop Zero Day. But where are you here now? 2 weeks ago, a shell company connected with Zero Day's operations imported 40 kilos of Semtex from an old Soviet bloc depot. But it never left London. Which means Zero Day is planning a bombing that will make those earlier bombings look like a bonfire. And I think I know why. As we're all now painfully aware, false flag attacks are a common propaganda tool for despots. Kill a load of people and the rest fall into line behind whoever says they won't let it happen again. In this case, Zero Day. Which means we both want to discover who's pulling Zero Day strings and stop them. We need to get hold of the personnel dossiers of anyone connected with the earlier bombings and their cover-up. Then Malik and I can analyze their common connections and work out who's in charge of Zero Day. And I'll be on the comm to observe. Klingt nach einem Plan. So if Malik's right, Zero Day are some kind of shadowy cabal of spies who blew up half the city to secretly take control of the government. But now they're pissed off that someone's standing up to them, so they're going to do it again. That's awful. I agree. You'd think they'd come up with something besides another bombing. Bit of a double beat, isn't it? Sabine, do you think Zero Day is doing this because of us? Because we're standing... Yeah. Ach, da müssen wir hin. Ist gar nicht weit weg. Ich unterbreche die jetzt einfach mal. Die so, hier sind wir eigentlich schon. I'm here. You're stealing Sir's personnel dossiers. The organization is strictly compartmentalized, so they aren't stored in one central location. S-
Spying on spies. What could go wrong? SIRS uses a supercomputer called Filament to process information drawn from the CTOS network. It's like Noodle if you could use it to search every document on every civilian, government, or commercial device everywhere in the United Kingdom. Instantly. Jesus. You could be horrified if you want, but it's saved thousands of lives. Get access to a Filament terminal and I'll provide you with the search terms. Natürlich. Klingt wie ein einfacher Job. Oh, jetzt sind wir aber gleich ganz schön übers Ziel rausgeschossen. Okay, da. Genau da ist das Terminal. Das ist... keine Ahnung, was das ist für eine Drohne. Ah, Antiterror-Drohne, okay. Aber die können wir jetzt deaktivieren. Das ist das Gute an der Sache. Okay, ich wollte mal hier bei dem gucken. Der sieht interessant aus. Forgive me for saying, but you look like the kind of lunatic who wants to change things. You took the words right out of my mouth. I'm in need of an operative that can get into difficult places. Do you fit the bill? Depends on the place. Why? Oh, I'm going to send you the coordinates. There's a file there that I fancy. Perhaps you can retrieve it for me. Okay. Können wir bei Gelegenheit mal machen. Perfekt. Aber eigentlich will ich hier momentan ist halt auf das andere Gebäude da. Mal gucken. Ob es hier irgendwo was gibt. Damit ich hoch kann. Oh, hier und da oben. Obwohl, muss ich vielleicht gar nicht hier rein. Oh. Aber hier muss es liegen. Das war knapp. Was will der denn dort oben? Der sieht gar nicht so aus, als würde er hier hingehören. Boah. Ich will ja nur das Paket dort haben. Okay. Ach, alles gut. Okay, wir sind allein hier oben. Alles gut. Na? Oh, was habe ich denn da gerade gemacht? Komm, platt. Ach, komm. Ah, rennt der? Ach, okay, der will weg. Ja, dann ist es ja... solange der jetzt keine Hilfe holt. Hoppala. So, einmal hier aufmachen. Wir haben ja gerade gesehen, wie wichtig diese Pakete sind. Deshalb will ich mir da auch keins entgegenlassen. Vor allem, wenn es hier gleich in der Nähe ist. So. Da liegt's. Technikpunkte. Hier ist erstmal eine Drohne. Die kann mir da garantiert helfen. Ah, okay. Ja, hier kann man easy hochklettern. Okay. Muss ich nur zusehen, dass die dort abgelenkt sind. Okay. Warum kann ich das weder öffnen noch schließen? Irgendwas brauchen wir da. Wahrscheinlich hier so ein Sicherheitscode, okay. Würde ich jetzt mal fast vermuten. Okay. Wow, das war ja... das war okay. Okay. Alles okay, alles okay. Kann ich den zurückrufen jetzt? Nee, kann ich nicht. Ich will ja auch nur hier mal eben hochklettern. Das ist ja jetzt gar nichts Schlimmes. Ihr seht es auch gar nicht. So, sag ich doch. So. Schnell, bevor irgendeine Drohne irgendwas mitbekommt. Von einem Dach zum nächsten. Ach, cool. Dass das jetzt so funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Hätte gedacht, da brauche ich wieder eine Weile. Aber alles gut bis jetzt. Oh. Ich war's nicht, ich war's nicht. Ihr habt mich nie gesehen. Wow.
Aber gut, dass ich den kurz hier richtig lahmlegen konnte. Ja, dieses Stören, das hat halt auch einen Cooldown. Okay. Soweit so gut. Nein! Schnell! Einfach nur mal eben. Ja. Uah! Okay, jetzt passiert mir theoretisch erstmal nichts. Hoffe ich. Okay. Kleines Spider-Bot. Ja. Jetzt bin ich drin. Öffnen, schließen. Das ist also wieder so eine Spider-Bot-Mission So, this gerade. is Billamant. Impressive. I can help you break in, but we're going to leave a trail, unless of course Malik has an idea. There. I persuaded Filament Security to log that Spiderbot's activity as system maintenance. Thanks. But if I was a wiser man, I'd be wary of a helpful spy. It's not like the movies. Spies aren't the police. I believe in working with the lesser evils like DedSec to protect society from the greater ones. So why did Zero Day kill all my friends? There are differing schools of thought. So. Jetzt habe ich meinen Weg gefunden. Also immer, wenn irgendwas komisch erscheint, folgt den Kabeln. Folgt den Kabeln und dann findet ihr irgendwie schon den Zugang. Okay, dann haben wir das jetzt hier mal aktiviert. Müssen wir erstmal hier die Dinger alle drehen. Das können wir schon mal entsperren. Hier ist noch eins. Perfekt. Nein. Da sind wir kurz runtergefallen. Ja, aber jetzt hier nach und nach. Ich drehe das hier schon mal, wenn ich einmal da bin. Da haben wir es. Jetzt können wir den hacken. Perfekt. Was passiert Got the jetzt? Zero Day dossiers. Now if no one objects, I'm getting the fuck out of here. Brilliant. Brilliant. You Entschuldigung. Entschuldigung. Ich gehe ja schon. Ich bin ja schon auf dem Weg nach unten. Wow! Was war das denn? Da ist irgendwas explodiert. Und ich habe keine Ahnung was. Ich bringe mich erstmal in Sicherheit. So. Einmal mit dem Auto schnell woanders hinfahren. Die haben mich nur kurz gesehen. Alles gut. Tada! I've got those dossiers. What now? Right, so we do a simple CTOS contact analysis and work out who's in charge of Zero Day. I'll have it done before you can say Guantanamo. Guantanamo. I'll handle the classified data, thank you very much. It would be so much faster if I worked with you in order to do this. The people in these dossiers are connected, but not necessarily complicit. It will take intelligence expertise to separate the wheat from the chaff. And when I discover something actionable, I will contact you. He's disconnected. Pleasant fella. Perfekt. Spionage 1x1 haben wir jetzt abgeschlossen. Was kommt als nächstes? Honigfalle. Klingt süß. I have Malik for you. Alright. Put him on. We have to meet. There's been a complication. I can't access the files you stole. Hang on. What? The files are locked, and a moment after we got them, I received this.
Jetzt zeig doch mal. Hallo, Richard. We see you're trying to find us by looking into our associates. That's a good idea. Hope you don't mind if we borrow it. Who was your masked savior, we wonder? I've sent Bagley the coordinates for a meeting. I hope I don't need to explain why this is a priority. Ja, ach, alles gut. Wir kommen so schnell wie möglich dorthin. Ja, sogar noch. Ist aber noch gar keiner. Ja, genau, es regnet und wir setzen uns erstmal in die Pfütze. No, don't get up. I need a high-ranking SIRS officer's biometrics, eyes and fingers. No, we don't have time for this. Keep your voice down. The data was encrypted. And? Bagley can handle that. Not faster than I could, and I've tried. It's hopeless in the time we have. Look, if you don't help me, Zero Day wins, which means we all die. Fuck me. Fingers. I need some ice in a hackster. No. High-res photos will do. The problem is it has to be the acting Home Office liaison. And SIRS will burn their credentials if they're attacked. It's protocol. So you'll have to get them the old-fashioned way. Yeah. Torture. Christ, no. Develop a relationship. Get someone close and take the photos covertly. All right. Easy enough. This part of the craft can be ugly. Send someone who can handle it. Ha! Wen schicken wir denn da? Irgendeine Idee? Could you give me a hand here, Bagley? I suggest you begin your relationship with the SIRS Home Office liaison the way you would with anyone, by meticulously poring over every detail of their life and hunting them down. I'm listening. The SIRS Home Office Liaison is the bridge between the government and its intelligence service. Their office at Downing Street would be a good place to start your relationship. That's the move then. Alles klar. Werden wir machen. Aber für heute war's das. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.